Und in Berlin begrüße ich Sebastian Puschner von der Wochenzeitschrift Der Freitag. Wenig Zustimmung, Herr Puschner, für die Ampelkoalition haben wir gerade auch in dem Beitrag gesehen. Fangen wir doch mal mit den Grünen an. Da gab es einen kleinen Parteitag am Wochenende und am Ende hieß es ja, man habe sich gerade beim Asylkompromiss, bei den neuen Asylregelungen, dann doch hinter die Ampelkoalition gestellt. Halbherzig oder ganzherzig? Vielleicht sind das die Zumutungen, von denen Robert Habeck eingangs der Legislaturperiode gesprochen hat, wie es gerade im Beitrag gezeigt wurde, die man jetzt sich selbst auferlegen muss. Aber die Grünen haben eigentlich eine Tradition und eine Erfahrung damit, Sachen auch mit umzusetzen, gegen die sie aus der Opposition heraus sehr hart gekämpft haben. Und ich finde, dass dieser Parteirat in Bad Vilbel für die Parteiführung doch erstaunlich geschmeidig gelaufen ist. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass das Publikum, zu dem zum Beispiel einem Hubert Aiwanger in Erding spricht, nicht das Grünen-Publikum ist. Ich glaube, das Publikum, das die Grünen gewählt hat und das sie wählt, ist auch ausweislich der Umfragen eigentlich doch noch relativ stabil an Bord. Gut, die Delegierten hat man am Wochenende mitgenommen, aber hat man denn auch die Basis mitgenommen? Denn man muss ja sagen, die Zahlen für die Grünen bei Umfragen, aber auch bei den vergangenen Landtagswahlen, die gehen deutlich nach unten. Ja, Bremen war natürlich ein deftiger Dämpfer für die Grünen, aber ansonsten waren alle Landtagswahlen eigentlich für die Grünen großer Erfolg. Und wenn man sich die Umfragen für die Bundestagswahl, deren Realitätsgehalt für den nächsten Ohnengang 2025 ich für gar nicht mal so groß halten würde, anguckt, dann stehen die Grünen wesentlich besser da als die beiden anderen Regierungsparteien. Und ich glaube, das hat auch seinen Grund, weil wenn man eben wie sehr viele Grünen-Mitglieder erst seit 2015 in die Partei gekommen ist. Die Grünen haben heute 126.000 Mitglieder, 2015 waren es 60.000. Das sind viele, die aus dem Sommer der Solidarität in der Flüchtlingskrise 2015 oder dann mit der steigenden Virulenz des Themas Klima zu den Grünen eben gekommen sind, sich engagieren wollten, jetzt dabei sind. Und die werden jetzt natürlich vor eine harte Probe gestellt. Aber noch, glaube ich, greift das, was Habeck da auch in Bad Vilbel gesagt hat, die historische Aufgabe, die uns gegeben ist. Also dieses messianische Selbstverständnis haben die Grünen ja. Und sie bedienen damit ja nicht zuletzt auch eine Klientel, die sich die Transformation ebenso wie die Inflation meist ganz gut leisten kann, oft ganz gute Einkommen erzielt und nicht diejenigen sind, die jetzt den Wohlstandsverlust fürchten in dem großen Maße. Also ich glaube, die Grünen stehen tatsächlich weitaus stabiler da, als man meinen würde. Gut, die Grünen stehen ihrer Ansicht nach stabiler da. Wie stabil ist denn die Ampelkoalition, beziehungsweise wie lange können die Grünen da eigentlich noch mitmachen? Beim Heizungsgesetz mussten sie ja ordentlich federn lassen. Das ist ja enorm beschnitten worden, das Gesetz. Und heute, wir waren ja gerade eben beim Asylkompromiss, kommt die Meldung, Nancy Faeser ist in Tunesien und verhandelt dort über mehr Abschiebungen, Rückführungen nach Tunesien mit einer Regierung, die ja auch autokratisch ist. Ist das etwas, was grüne Außenpolitik dann auch versteht noch und Verständnis erwecken kann? Naja, das war das große Thema jetzt beim Parteirat und man hat sich in dem Gestus, ohne uns würde es noch viel schlimmer gegeben. Man hat gesagt, das, was auch mit den sicheren Herkunftsstaaten, mit den Lagern an den EU-Außengrenzen auf uns zukommt, ist absolut eigentlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Aber in dem Formelkompromiss des Papiers, das dort beschlossen ist, gibt es auch so einen schönen Einschub, der da heißt, im Wissen um die schwierige Verhandlungssituation in Europa verlangen wir jetzt von der Parteiführung, von unseren Kabinettsmitgliedern nochmal nachzuverhandeln. Es ist absolut absehbar, dass das folgenlos bleiben wird und zu nichts führen wird. Ich glaube allerdings, dass die FDP und die SPD in der Zukunft auch wiederum mit Themen konfrontiert sein werden. Beispiel Kindergrundsicherung, wo die Grünen sich dann wieder mehr Entschlossenheit leisten müssen und das eben durchbringen müssen. Also die Ampelkonflikte werden nicht aufhören und ob diese Regierung tatsächlich über die volle Legislaturperiode geht, das ist noch nicht gesagt. Die Transformationslust der einen und die Veränderungsangst der anderen sind doch Punkte, die da immer wieder gehörig aufeinander krachen. Das sind Einschätzungen von Sebastian Puschner von der Wochenzeitschrift Der Freitag. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.